Wer ist das, Jack? Ich suche nach dem Büro von Ward Jensen von der Miami Times. Ich arbeite auch für die Times. Das hier ist Miss Charlotte Bless. Oh, nicht mehr lang. Hillary und ich sind verlobt und wollen heiraten. Alles Wichtige über Hillary Van Wetter, das in der Zeitung stand, findet ihr hier in diesen Kisten. Und unser aufregender Schriftverkehr ist in der untersten Kiste. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, Hillary aus diesem Drecksloch zu holen. Naja, die Hochzeitsreise würde ich noch nicht planen. Oh. Aber wir werden gegen das Urteil vorgehen, so wie es ausgefallen ist. An Sheriff Korn. Ich habe gehört, der Richter hat Aussagen zugelassen, die auf Beweisen basierten, die er nie gesehen hat. Ist das eine Reporterbande? Was werden Sie für uns tun? Sie werden dich retten. Die Deputies sagen, sie haben die Leiche um 6 Uhr morgens gefunden. Aber es geht darum, wie er getötet wurde. Deshalb denken alle, dass sie es waren. Ich bin nicht der Einzige hier, der eine Machete besitzt. Was ist wirklich passiert, Charlotte? Das ist ein bisschen jung aus für einen Journalisten. Sie würden alles tun, um ihren Mann aus dem Knast zu holen. Richtig? Du liebst ihn nicht. Das kannst du nicht wissen. Hillary ist nicht so schlecht. Und ich bin nicht so gut. Ich habe eine andere Seite. Sag ihm, dass wir Hillary rausgeholt haben. Der Gouverneur wird ihn begnadigen. Komm her. Dass ich in einem Sumpf wohnen will. Charlotte tut das aus freiem Willen, Jack. Was soll ich jetzt sagen, Mann? Ich muss sie da rausholen, Ward! Wenn du mich noch einmal anfasst, mach ich dich fertig, kapiert? Irgendjemand wird dir noch den Arsch aufreißen. Ich weiß, wieso sie hier sind. Ich hab, was ihr wollt. Jack, ich hab's diesmal ziemlich vermasselt. Hör auf, mich zu provozieren, Junge! Wo ist sie? Auf, Jack! Die dreckige Pisser! Sag du! Wo willst du hin, Zeitungsjunge? Da kommst du nicht mehr raus.